Schlagzeilen vom 15. November 2015. Putsch in Simbabwe. Ist das das Ende von Präsident Mugabe? Jein, die Meldungen widersprechen sich. Das Militär soll die Macht übernommen haben? Es selbst widerspricht. Es ginge nur gegen Verbrecher im Umfeld des Machthabers. Australien und die Ehe. Offenbar hat eine Bürgerbefragung eine klare Mehrheit pro Ehe für alle ergeben. Die Abstimmung sei zwar nicht bindend, doch will sich die Regierung daran halten. Ist eine gleichgeschlechtliche Bindung nicht irgendwie unsozial? Denn aus ihr können normal keine Kinder entstehen. Oder ist Liebe alles, egal was oder wen? Wann kann man Tiere oder Dinge heiraten? Vorschlag aus den Emiraten. Man könne offenbar nicht jeden unkontrolliert in einer Moschee predigen lassen. Die Prediger müssen ausgewählt werden. Und wohin führt diese Vernachlässigung? Zur Aufhetzung, zum Hass gegen die Christen, die in Europa nur helfen wollen? Spenden für Trump-Hasserin. Ein Konvoi des Präsidenten fährt an einer Radfahrerin vorbei und ein Fotograf fotografiert, dass diese den Stinkefinger nach oben zeigt. Diese wusste offenbar, dass dieser unterwegs war. Wie kommt es, dass gerade in dem Moment ein Fotograf das Bild macht? Wie kommt es, dass diese zwar ihre Arbeit verliert, aber dafür rund 60.000 Dollar gespendet bekommt? Klingt im Mix sehr seltsam. Durften IS-Kämpfer flüchten? Nachrichten von RT Deutschland. Angeblich sollen die USA und ihre Freunde den Islamisten die Möglichkeit zur Flucht gegeben haben. Planen diese nun, wie vom russischen Sender vermutet, den Terror in und gegen Europa? Kommt so wieder ein Bürgerkrieg auf den Kontinent des Friedens? Wird sich hier auch die Schweiz nicht raushalten können? Kinder ohne Freizeit. Kommt ein Recht auf Ganztagesbetreuung? Ist das wirklich sinnvoll, wenn junge Menschen immer nur in der Gruppe spielen und leben? Oder ist es besser als daheim nur mit Spielkonsole und TV? Wohnungsnot steigt. Es soll rund 850.000 Obdachlose in Deutschland geben. Zahlen im ARD MoMA nur 50.000. Es wohnen Studenten wieder in Notunterkünften. Und gleichzeitig immer mehr Flüchtlinge und leere Unterkünfte für diese. Wie lange bleibt die Ungerechtigkeit gegen Deutsche friedlich? Gerade Studenten wechseln gerade gerne mal ihre Meinung. Vergewaltigt im Partykeller. Ein Horror in München. Giesing. Eine Feier, bei der eine junge Frau von zwei Männern, Kollegen, sexuell gefingert wird. Erst einen Tag später, am Samstag, ging das Opfer zur Polizei. Wer oder was waren die Täter? Noch völlig unbekannt. Zerfetzt in Mainz. Was für ein Unfall. Ein Mercedes donnert so unglücklich gegen einen Betonpfeiler, dass dieser in zwei Teile gerissen wurde. Der Fahrer wurde schwer verletzt, Beifahrer tot. Nur unentschieden. Ein Freundschaftsspiel Gnaller gegen die Franzosen endete mit 2:2 in letzter Minute. Den Führungstreffer 1 für die Franzosen schoss Lassette in der 33. Minute. Der Ausgleich durch Timo Werner 56. Erneuter Treffer für Lassette 71. Und der Ausgleich zum 2:2 durch Lars Stindl in der 3. Minute der Nachspielzeit. Wie immer.